Ja, im Endeffekt ist es ja so, dass das Seehaus, das dem Ganzen hier, dem ganzen Projekt übersteht, dass das ein sogenannter Strafvollzug in freien Form ist. Die Besonderheit daran ist eben, dass die jugendlichen Straftäter nicht in Gefängniszellen untergebracht sind, sondern bis zu 7 jugendliche Straftäter mit Familien zusammenwohnen. Und unser Chef ist irgendwann mal der Überzeugung gewesen und konnte uns davon überzeugen, dass das kein guter Ort ist, für Jugendliche ins Gefängnis zu kommen und dass es besser in der Familie wirklich Werte zu lernen. Und was daraus geworden ist, habt ihr ja an Patrick, Kevin sehen können und auch an ganz vielen anderen, die das wirklich gut durchlaufen haben und jetzt den geraden Weg gehen. Polizei, Kopf ist gesenkt, Handschelle sitzt, bleib am Mann, denn es wird nie mehr JVA. Keine Faxen mehr, ich folge Gottes Plan. Bin für immer weg von dieser schiefen Bahn. Lass das Alte hinter mir, drück auf Restart und gebe Gas. Nie mehr JVA. Suri, vielleicht kannst du sagen, wie du mit Lubu Beats in Kontakt gekommen bist. Ja, also das ist genauso ähnlich wie hier, wie beim Seehaus. Es sind einfach Jungs und Mädels auch dabei, die es halt ein bisschen schwieriger im Leben haben. Und dass man sich in teuren Musikstudios nicht einkaufen kann, dann halt dort kostenlos organisiert wird. Wir machen halt dort Musik und feiern das halt mega, dass so Menschen existieren. Wie lange bist du schon dabei? Seit 6 Jahren bin ich bei Lubu Beats. Wie viele Songs gibt es schon von dir auf Spotify? 6. 6 Songs? 6. Okay. Daniel, komm mal nach vorne. Er hat ein Futuring. Yes. Und ihr findet ihn jetzt unter dem Namen Astra Flair. Ne? Also wenn ihr Spotify Astra Flair guckt, dann ist das schon ein Song. Denn Daniel hat echt eine sehr tolle Stimme, dürft ihr euch jetzt überzeugen. Lass ihn nicht sterben, du musst ihm noch eine Chance geben. Liegt da der krasse Typ, der gerade noch wütend vor mir stand. Apathisch blickst du auf die Waffe in der Hand. Was da passiert ist, hast du immer noch nicht ganz gerafft. Blaulicht überall, du kommst in Untersuchungshaft. Verhandlungstag, der Richter eskaliert komplett. Versuchter Totschlag, kein Pardon, direkt ein 5-Jahre-Brett. Ich höre aus diesem Real-Life-Monopoly. Versuch es immer, doch die Schlossallee bekomm ich nie. Miete abdrücken, Bahn und Steuer, alles kostet Geld. Nochmal würfeln, wie soll's anders sein, geh ins Gefängniswelt. Hinter diesen Türen geht die Zeit nicht um. Möchte schreien, doch geh kein Ton raus, deshalb bleib ich stumm. Dieses Leben ist ein Upturn, ich kann nicht mehr. Wäre besser, wenn der Film nicht so gelaufen wär. Flexo hat, wenn ihr ihn sucht auf Spotify, da findet ihr einige Songs. Alle 2 Monate wird da was geballert, immer wieder was Neues. Und heute dürfen wir ein paar Songs davon hören. Wenn wir ehrlich sind, sehnt sich jeder nach Verlässlichkeit. Doch sollen wir den ersten Schritt tun, sind wir nicht bereit. Und während wir noch konsterniert das Dilemma betrauern, gibt Gott Versprechen, die das Ende dieser Welt überdauern. Ey. Setz deine Hoffnung besser nicht auf Menschen. Verlass dich niemals auf menschliche Kraft. Halt lieber fest am Versprechen von Gott, das Klarheit. Damit ihr so wisst, wer das eigentlich ist oder wie die hier reingekommen ist. Also, warst du im Gefängnis? Ja, ich habe im Seehaus gewohnt. Sie hat sich für was richtig Krasses entschieden. Ich gehe freiwillig ins Gefängnis und verbringe ein Jahr mit jugendlichen Straftätern und mache dort ein FSJ und diene denen. Ja? Also sie hat ein Jahr im Seehaus verbracht, hat gekocht, hat auf Kinder aufgepasst, hat sich manchmal einfach einen Kopf kaputt gemacht. Ja, und musste sich alles Mögliche anhören. Das war mega. Du hast uns mega unterstützt. Sie war bei uns auf der WG als FSJlerin. Und wenn ihr denkt, boah, sowas würde ich auch gerne mal machen, dann meldet euch beim Seehaus auf der Infoadresse. Seehaus, da kann man ein freiwilliges soziales Jahr machen. Vielleicht kennt ihr jemanden, wo ihr denkt, boah, das würde auch voll gut passen. Da kommt nämlich richtig was Gutes bei raus. Danke für deine Zeit, die du investiert hast. Ich erinnere mich, Patrick, bei uns auf der WG immer geschrieben, so jedes Wochenende immer wieder Texte geballert. Ich glaube, du hast noch Material, oder? Also ist jetzt schon einige Zeit her, seitdem ihr dort wart. Jetzt seid ihr wieder zurück. Seid ganz kurz noch was zu eurem Track. Was ist der Hintergrund so von eurem Song, den ihr jetzt gleich performt? Also der Track spiegelt eigentlich unsere Vergangenheit so wieder, das, was wir durchlebt haben. Wir kamen rein, wieder raus, jedes Jahr das Gleiche. Vom
von klein auf in meinem schon der Zweifel. Sie sagten, wir kommen rein, mit 14 ist es vorbei. Und zwei Tage danach schließen sie uns dann auch ein. Von klein auf im Heim auf, ja vieles lief verkehrt. Ich gab einen Scheiß drauf, was sie sagte, denn ich wollte immer mehr. Jetzt ist es schon 11 Jahre her, zu viele Sorgen, viel zu schwer. Wir sind resozialisiert, denn wir machten Gott zu unserem Herrn. Waren ihm so nah, aber auch fern. Jahre voller Schmerz hinterließen Narben in meinem Herz. Und die Frage, die sich stellt, war's das alles wert? 1000 Tage schon in Zellen. Diese Jahre sind verschwendet wie die Farben dieser Welt. Als ich im Laufe des Projekts öfter mal von Ben gesprochen habe, dann haben die Leute mich immer angeguckt, hä, redest du schon von dir in der dritten Person? Was ist los bei dir? Aber unser Produzent heißt tatsächlich auch so. Ich finde es mega, vielen Dank, was da rausgekommen ist. Du machst nicht nur selber, schreibst nicht nur selber Songs, sondern du bist als Produzent für Lubu Beats unterwegs. Sag doch nochmal ganz kurz, aber was so euer Gedanke ist, eure Mission, was ihr da macht. Wir haben zwei Tonstudios in Ludwigsburg und eins in Stuttgart. Und wir lieben das einfach, mit jungen, kreativen Menschen abzuhängen. Ich habe mir früher, als ich angefangen habe, Musik zu machen, immer jemanden gewünscht, der mich auch mal in die Hand nimmt und sagt, komm Ben, ich zeig dir die ersten Steps. Ich öffne dir Türen, ich stell dir ein Tonstudio oder schaff irgendwie Infrastruktur, dass du dich entwickeln kannst. So einer kann ich jetzt sein für die anderen Leute und das finde ich total nice. Ich persönlich, ich bin ein gläubiger Christ und habe auch schon viel mit Jesus erlebt und ich wünsche mir einfach für jeden Menschen, mit dem ich auch zu tun habe, dass er das auch erleben kann. Ja, das ist Lubu Beats. Coole Arbeit. Und ich wollte dir an der Stelle einfach auch nochmal ganz persönlich Danke sagen für die Geduld, die du gehabt hast an vielen Stellen in dem Prozess, in der Entwicklung. Die Ergebnisse können wir jetzt feiern, wir freuen uns. Ich möchte an der Stelle auch nochmal der Ferry Porsche Stiftung Danke sagen, dass da einfach eine Förderung da ist, dass wir das Projekt weitermachen können. Und so wollen wir auch Jungs in Zukunft, in den nächsten Jahren, eine Plattform geben, dass sie ihre Geschichte erzählen können, ja, und dass sie ihr Talent weiterentwickeln können. Und ich finde es mega, dass es euch gibt, dass ihr das macht und dass wir das in Zukunft zusammen machen können. Sehr cool. Cool. Doch die Aktivierung für Kraft in Schmerz und Leid muss von dir ausgehen. Gott setzt auf Freiwilligkeit, nur mal angenommen. Dir wurde das Leben eins gegeben, um mit Gott, deinem Schöpfer, in Gemeinschaft zu leben. Vielleicht ist es letzten Endes deine Vorstellungskraft, die in dir einen Wechsel deiner Sichtweise schafft. Womöglich bist du ja am Ende gar kein Zufallsprodukt, sondern ein Kind, auf das der Vater voller Liebe guckt. Was wäre, wenn an dieser Sache doch was Wahres ist und du tatsächlich von jemandem erdacht worden bist? Was ist, wenn es nach dem Tod vielleicht doch etwas gibt und ein Gott ist, der dich unendlich liebt? Zu sagen, Gott hat versprochen, wer mich suchen wird, der findet mich. Und glaubst du bei ihm an, dann öffnet er die Tür für dich. Du wirst merken, wie dein Argument, dass Gott nicht existiert, durchfällt.